Sehe ich ja gar nicht ein. Heb dich selber hoch. Heb deine Mutter hoch. Ich möchte seine Mutter nicht hochheben. Sie ist zu schwer. Du hast das erste Fragment des Kammerschlüssels von Eden 6 erlangt. Bring es an Bord der Sanctuary. Ja, ist ja gut. Geh hier hin, fahr dahin. Hier, da, jenes, was weiß ich. Wie wir gegen die Kalypsis kämpfen. Ja, seems legit. Ach Mann, dieses böse Lachen kenne ich. Genevieve hat sich in eurem Schiff breit gemacht. Hey, Idioten. Ich mag euer Schiff. Nicht so gut bewaffnet wie das Familienjuwel, aber ich passe gut rein. Fehlen nur noch ein paar kleine Modifikationen. Oh, Serviceboards an Bord? Bitte die Crew zerlegen. In aller Kammerjäger. Wir sitzen hier fest. Geh zur Brücke und beheb das. Ja, ja. Was ist hier los? Jetzt muss ich. Also müssen wir das wieder tun. So. Ich pflege euch, das Schlüsselfragment und das Schiff zu Aurelia. Und wenn ich dann mein Schlachtschiff als Belohnung kriege, reise ich von System zu System und verbrenne jeden bewohnten Planeten. Aber sie war doch auf dem Planeten. Ich warte immer. Ah, Plotholes. Oh, Scheiße, wir sind in einem Asteroidenfeld. Ja, Otter. Sie hat ihre Klauen in deinem Computersystem. Du kannst dir von hier aus nichts anhaben. Ich muss selber rein. Stöpsel mich ein. Nö. Stöpseln? Wo? Vorne. Vorne. Na, der war knapp. Okay, Genevieve. Scher dich da raus. Zwing mich doch. Technisch fragwürdig, aber interessant. Selber schuld, Genevieve. Okay, Leute, ich schalte die Verriegelung ab und versetze euer Schiff wieder in Normalmodus. Kammerjäger, ich glaube, ich habe Verwendung für diese Kampfkrei. Bringen Sie zu mir. Ah, ja. What could possibly go wrong? Da ist so eine dicke Hundeklöte geflogen. Schön. Was? Da ist eine Hundeklöte geflogen? Jetzt hat er uns so eine Hundeklöte geflogen, sage ich. Ach so, ja. So ist das halt mit den Navigations-KIs. War er nicht irgendwo? Was übersehe ich? Hier nichts, okay. Hebel tiefer, Hebel höher. Ihr seid zu weit oben. Okay, und jetzt schafft sie irgendwo hin, wo sie nichts anrichten kann. In einem Klo oder kaputten Klo oder so. Aha, ich weiß da was. Jetzt, wo der Spuk vorbei ist, bring mir doch bitte das Schlüsselfragment. Würde ich ja gerne, aber jetzt bin ich zu tief. Danke. Unsere Einkerkerung hat Früchte getragen. Wir haben vielleicht einen Plan, wie wir die Kammer öffnen können, ohne den Kalypsis wiederzugeben, was sie wollen. Nun, da wir wissen, dass sie auf die Macht des Kammermonsters aus sind, sind sie verwundbar. Tennis sucht nach einem Weg, wie du das Monster zerstören kannst, bevor Taryn seine Macht an sich nimmt. Du hast das Schiff gerettet. Schon wieder. Danke. Hey, ich mach doch nur meinen Job. Ich meine keinen Grund, mir zu danken, jo, aber ja, das war alles ich. Ich bleibe hier. Das Schiff ist cool.
Dann hat Sanctuary jetzt wohl eine Stimme. Klar, warum nicht? Oh, ich habe was von Clay erfahren. Er hat einen Hinweis auf das nächste Fragment. Geh zu ihm. Okay. Will noch jemand irgendwas auf dem Schiff machen? Ja, Moment, bin am Einkaufen. Nicht anfassen! Das ist eine unglaublich teure und gefährliche Maschine. Ja. Ich stelle gerade fest, ich habe noch Schrott dabei. Geringe Mengen, aber Schrott. Dann verkaufen wir das mal. Jo. Jetzt von mir aus. Jo. Ja. Bebebebebe. Na, Plecki shoppt noch. Nein, tut er nicht. Er war fertig mit shoppen. In der Sekunde. Timing ist halt nicht nur eine Stadt in China. So treffen wir uns heute. Sind wir hier richtig? Müssen wir woanders hin? Ich brauche dich, Bestie. Ja. Hey, hallo. Rewind. Oder so. Hallo. Was? Zu Clay. Ja, Entschuldigung. Ich schnitze mir. Wo soll ich denn wissen, wo Clay ist, wenn er nicht angezeigt wird? In dunklen Zeiten. Hier irgendwo ist er. Also das Jacobs Familienjuwel. Der kann ja auch mal zu mir kommen. Oder zu uns. Wo seid ihr Penner hin? Schlitzohr, gut, dass du da bist. Ich kann etwas Hilfe gebrauchen. Ich gehörte mal zu einer Schmugglercrew, die sich die Schurken nannte. Ich habe sie gebeten, das Schlüsselfragment zu finden und das taten sie auch. Sie infiltrierten die KDK und tauchten ab. So tief, dass ich die Schweine jetzt nicht mehr finde. Du musst sie für mich aufspüren. Hier, nimm das. Wir nennen das den Schurkenblick. Rat mal, was er kann. Nix. Hirne zum Platzen bringen? Ja. Hoffentlich stimmt das. Das wäre zu schön. Der Schurkenblick kann alles, Baby. Geheime Botschaften hinterlassen, Beute verbergen, Punkte markieren, Fallen stellen. Jeder Schmuggler bei den Schurken hat so ein Ding. Und jetzt hast du auch eins. Okay. Wie gesagt, die Schurken haben nach dem Fragment gesucht, während sie die örtlichen KDK angriffen. Mit dem Schurkenblick kannst du sie aufspüren. Ich habe etwas Beute in der Gegend versteckt. Probier den Schurkenblick gleich aus. Schau einfach durchs Visier. Na toll. Das ist er nicht, das ist er. Ja. Hier, nimm. Naja. Such die restlichen Dinger. Kamadi, wir brauchen deine Hilfe. Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolgs. Ach du Kacke, ist erinnerst du dich an dieses Video, in dem Troy deine Sirenenfreundin voll krass umgebracht hat? Wie sollen wir das nur überbieten? Ich weiß nicht. Töten wir ein paar Waisen oder vielleicht Welpen oder wir stecken einen Haufen Welpen in ein Waisenhaus und brennen es nieder. Was für ein Dilemma. Wie halten wir die Opfergaben am Laufen? Oh, Taryn, vielleicht sollten wir unsere Anhänger entscheiden lassen. Eine Mordumfrage. Gefällt mir. Ich muss los, Superfan. Die große Kammer ruft. Schon bald werden wir Götter sein, ihr Pisser. Bis später. Voll. Boah, bestimmt einen schönen Zweisitzer. Nein. Nein. Nichts kann er. Kann er nicht mit umgehen. Doch. Du hast voll in die Wand gefahren. Nein, da war ein Vieh. Ich hab's versucht zu überfahren. Bremsstreifen bei dir was
Das war eine Wand. Ganz klar war das eine Wand. Deine Mutter war eine Wand. Ja, das vielleicht auch. So stabil war die nie. Sind wir absichtlich an dem Ziel vorbeigefahren? Ich frage so. Ach, komm schon. Ich weiß nicht, wo das Ziel ist. Ach ja. Nö. Hä? Wo ist denn das Doofe? Huch. Feuerwerk! Hä? Ist das Ding hier unten runter oder was? Schurkenzeichen entdeckt, ja, wo ist es schon? Hast du es gefunden? Nee. Dass das Spiel sagt, dass ich Cats entdeckt. Okay. Ich such noch. Aber hier ist nicht, man sieht das eh nur durch das. Ach, da oben. Wo? Der hat jetzt da oben gesehen. Die KDK kontrollieren den Bernsteinsumpf, aber meine Crew hat einen geheimen Eingang geschaffen. Finde ihn mit dem Schurkenblick. Toll. Okay. Nächster Halt, Bernsteinsumpf. Auf der anderen Seite, das ist eine optionale Mission. Kack drauf. Oder so. Danke, wer auch immer uns dahin gespawnt hat. Ja. Ich war's. Ausgezeichnet. Willkommen im Bernsteinsumpf. Vor langer Zeit hat ein Jacobs, dessen Name mir entfallen ist, im Sumpf nach Öl gebohrt. Aber jetzt ist es einfach nur noch ein öliger Friedhof. Egal. Die Schurkenbasis sollte gleich da vorne sein. Wir müssen Archimedes, den Anführer meiner Crew, kontaktieren. Er wird sich um alles kümmern. Archimedes und ich haben Schmuggelaufträge gegen alle Konzerne durchgezogen. Vor einer Weile haben wir versucht, Montgomery Jacobs höchstpersönlich ein paar Waffen zu stehlen. Archimedes konnte entkommen, aber ich wurde geschnappt. Statt mich in den Amboss zu werfen, bot mir Wainwrights Vater einen Job an. Jetzt lass ich dich. Kann ich dich verstehen. Seitdem arbeite ich für die Jacobs Corporation. Montgomery Jacobs lehrte mich, dass jeder seinen Preis hat. Und wenn du diesen Shitstorm von einer Galaxis überleben willst, solltest du deinen lieber kennen. Ich habe gelernt, er ist ganz günstig. Eines muss man den Calypso-Zwillingen lassen. Armee treuer Gratis-Anhänger um sich geschart. Die Konzerne wünschen sich sicher, sie wären drauf gekommen, statt alle Querulanten und Luftverschwender der Galaxis wie Aussätzige zu behandeln. Ich meine nur. Du schwach, Schlappschwanz. Rennen wir mal brennend dem Dex hinterher. Glaubst du, ich tue? Weißt du, was ich tue? Nö. Aber du sahst aus, als hättest du mehr Plan als ich. Und bräuchtest vielleicht jemand, der mit der auf Dinge schießt, während du nachlädst. Ein Navigator-Baby. Die KI ist immer noch im Schiff. Ne, die andere. Die KI ist immer noch im Schiff. Willst du nur Moxie? Mhm. Der feuchte Hub, finde ich gut. Oh, was ist denn? Tot. Das hängt da nicht so rum.
Wie lange wollt ihr noch mit denen spielen? Bis sie tot sind. Man spielt aber nicht mit dem Essen. Ich will es nicht essen. Es schmeckt bestimmt nicht. Ja, wir wollen nur mitspielen. Ja, ich hab's voll drauf. Bin ich überhaupt richtig? Keine Ahnung. Hä? Lass das Blut fließen. Da ist sie. Wir sind irgendwo rechts da. Die Basis muss ganz in der Nähe sein und ja, du kannst sie mit dem Schurkenblick finden. Der Schurkenblick funktioniert nicht. Wende ihn richtig an. Tu ich. Das Pfeilchen zeigt aber auch nach oben. Welches Pfeilchen? Das Missionspfeilchen. Ja. Ach so. Wie kommt man da hoch? Da nicht. Ich glaube ich auch nicht. Wahrscheinlich einmal außen rum. Vermutlich. Also war ich doch richtig. Ja? Kannst du mich sehen, tot? Nicht. Na bitte, wir kommen der Sache näher. Geh hin und finde Archimedes. Wo bist du? Wir waren doch richtig. Okay. Na dann. Komm wieder zurück. Blacky hat auf die richtige Stelle geschossen, die wir nicht gesehen haben. Ja, ich habe aber auch nichts gesehen. Du musst auch die Pistole benutzen. Haben wir ja. Ja, haben wir ja. Habt ihr falsch geguckt? Nee, wir gucken immer richtig. Wir gucken Warum habt ihr es nicht gefunden? Alles klar. Schurkenhöhle. Ich habe Schlumpfenhöhle gelesen. Passt ja irgendwie. Dasselbe. Ja, die Tür geht einfach auf. Ist das dunkel. Guck mal, ob du hier Licht machen kannst. Archimedes! Zur Hölle steckst du, Mann? Der Anblick gefällt mir gar nicht, aber sieh dich um, ob du irgendwas in dem Chaos findest. Hier stinkt es nach organischem Leid. Mit einem Hauch von fermentierten Sardinen. Scheiße, das ist Cassie, die beste Schmugglerin bei den Schurken. Das war sie zumindest. Ich habe seinen Namen vergessen, aber das würde ihn auch nicht wieder lebendig machen. Also ist's auch egal. In Ordnung, wir sollten die Sicherheitskonsole überprüfen. Jo, ist okay. Ich höre mal sehen. Ja. Wann kommt Archimedes zurück? Er hat gesagt, wir sollen ich wechsle mal ins Bett. Liegefuß hochlegen. Jo, dann schon mal gemütliches Bett. Wie lange wir dieses Fragment verstecken können? Gute Nacht. Wimmelt es nur so von Karika. Hey, was soll das? Nach die. Wie habt ihr uns gefunden? Jemand hat meine Schurken kalt erwischt und das Fragment gestohlen, aber ich bin kein Detektiv. Ich habe aber etwas verdammt Ähnliches. Drück diesen Knopf da vorne. Tja, manchmal muss ein Schmuggler seine Fracht schnell loswerden. Die Schurken setzen dann einen speziellen Beutefinder ein. Habe ich selbst entworfen. Mit dem Baby können wir verlorene Güter auf dem ganzen Planeten wiederfinden. Aber in diesem Fall spüren wir das Fragment auf und den Verräter, der es gestohlen hat. Verdammt, das hatte ich vergessen. Jeder Schurke hat eine Sicherheits-ID. So wie die, die du von dem Blutklumpen hast, der mal Archimedes war. Wer auch immer meine Schurken getötet hat, war schlau genug, ihre übrigen IDs einzustecken. Zum Glück habe ich noch ein paar Leute im Einsatz. Hol dir ihre IDs, damit wir den Beutefinder aktivieren können. Fang mit Agent D an. Er ist in der Nähe. Kontaktiere die, während ich die anderen informiere, dass du kommst.